Hallo, liebe Zuschauer, Chronoträger Episode 54. Das hier ist immer noch der böse, böse Prophet, der uns rauswerfen will. Und ich weiß gar nicht wieso, weil wir haben ja so wirklich nichts getan. Da unten links steht Jala, die ist eigentlich auf unserer Seite, aber ich bin mal gespannt, was sie jetzt so machen wird. Denn, der will uns rauswerfen und sie soll das Portal versiegeln. Mal gucken. Nein, ihr könnt mich nicht zwingen. Gehorcht, oder die Eindringlinge sterben. Also gut. Oh nein! Was nu? Oh je. Das Spiel jetzt vorbei. Haben wir es jetzt verloren? Tja, schade. Bitte, vergeb mir. Ja. Macht dir mal keine Sorgen, wir werden schon wiederkommen. Vielleicht. Warum hat der Prophet uns gehen lassen? Sie nehmen Energie von Lavos. Lavos schwach werden? Moment, ich kenne das Muster auf den Türen, die dieses Amulett öffnet. Von irgendwoher. Okay. In der Zukunft, nicht wahr? Aha. Hier ist ein seltsames Emblem eingraviert. Es ist durch unbekannte Kraft versiegelt. Ah, das ist ja in der Zukunft. Und wenn wir dann dahin gehen, dann kommen wir durch ein zweites Portal wieder in diese komische Welt, wo wir gerade herkamen. Vermute ich mal, oder? Könnte sein. Sehen wir nach, Chrono! Na gut. Wenn ihr wollt, dann machen wir das. So, wie komme ich denn hier nochmal weg aus der Welt? Gott. Das habe ich doch schon wieder vergessen. Das war irgendwo hier oben, oder? Hier war das Dorf. War hier irgendwo der Canyon, wo wir gelandet sind? Hier, nicht wahr? So. Ist das hier richtig? Vermutlich nicht, ne? Denn dann fliegen wir nochmal ein Stückchen hier runter. Wie sind wir denn nochmal in diese Welt gekommen? Durch den Canyon sind wir gelatscht, nicht wahr? Ja, ja. Wird sich schon zeigen. Aber nicht durch dieses Nest. Das war nicht richtig. Nein, nein, nein. Das war nicht richtig hier. Ja, ich und meine Orientierung. Ich weiß, dass ihr das zu Hause wisst. Können wir nochmal zum Treffpunkt gehen? Vielleicht ist ja irgendwas los. Oh. Hallo? Viele Wolken am Himmel, nicht Sonne sehen. Das ist aber ein Problem. Brrr, kalt. Ioka nett gewesen. Dorf blenden und uns gefangen genommen. Aufgenommen. Gefangen genommen. Uah. Weißes, kaltes Zeug vom Himmel gefallen. Was sein? Schnee? So. Ja, jetzt weiß ich immer noch nicht, wie war. Ja, genau, hier war das, oder? Ja, gehe ich einfach mal hier entlang. Mystische Berge, genau. Will ich den ganzen Weg entlang latschen? Auch noch kämpfen hier? Will ich aber nicht. Die lasse ich links liegen. Ich will doch nur in die. Na, hier kommen wir nicht dran vorbei, oder? Doch. Gut. Ja, ich weiß. Kämpf doch und hast du nicht gesehen. Erfahrungspunkte. Da ist es. So. Ja, natürlich springen. Hui, hui, hui! Dann müssen wir in die Zukunft. Und dann war das, glaube ich, auf dieser einen Insel, ne? Boah, Junge, Junge. Es gibt ein ganz schönes Durcheinander. So. Vielleicht mal speichern, wenn wir schon mal hier sind. Die Siegel brechen. Ja. Sollen wir gegen Lavos kämpfen? Ne, heute nicht. Komm, anderes Mal. Moment, was ist hier eigentlich? Hier geht's gar nicht weiter, nicht wahr? Ob sich hier nochmal irgendwas auftut? Ich weiß es nicht. So. Medina. Nein, 1000 AD nicht. Friedensschlucht. Nein. Ja, zur Protokuppel. Aber wie kommen wir nochmal auf diese Insel rüber? Der war doch auf der Insel, ne? Das war doch hier...
wo dieser Professor war, der uns weggeschickt hat. Und ich meine, der wäre auf dieser Insel gewesen. Hm. Oh, hier sehe ich wieder nicht, wo die Gänge sind. Weil alles grau in grau ist. Hier, genau. So. Wo genau müssen wir hin? Rennen wir erstmal hier rum. Lab 32, war es das? Ach nee, der beknackt ist schon wieder hier. Das kann doch nicht sein, dass ich mich jetzt wieder durch die halbe Welt hier schlagen muss. Ja. Sonst, ja, ja, klar. Hm. Furchtbar, 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 furchtbar. Halt. Mach mal ein Gewitter hier. Ja, ja. So. Gut, dann rennen wir halt hier nochmal durch die halbe Welt. Ich meine, wir wären auf die Insel gekommen, indem wir durch die Untergründe gegangen sind, durch den Untergrund, durch... Hast du nicht gesehen? Da hat man doch irgendeine so eine fette Ratte noch besiegt. In den Kloaken, in der Kanalisation. Genau, das war das Wort, was ich gesucht habe. Das ist schon so lange her. Da sind schon einige Folgen vergangen seitdem. Oh nein! Geister! Ja, da müssen wir jetzt wohl durch. Mal sehen, ob die schon Gewitter kennen. Anscheinend nicht. Aber da können wir die Erfahrungspunkte mitnehmen. Mal sehen, ob wir uns jetzt an den beiden hier vorbeistehlen können. Natürlich nicht. Okay, wahrscheinlich glaube ich auch wieder in die total falsche Richtung. Die wird wahrscheinlich wieder so naheliegend gewesen sein. Die Lösung. Dass ich irgendwie einfach nur, was ich, auf irgendeinen falschen Knopf gedrückt habe. Und ihr sitzt jetzt wieder zu Hause vor dem Monitor. Nein, was macht der denn? Der bekloppte Emme Standard wieder. Ich weiß ja gar nicht, was er tut. Nee, weiß ich auch nicht. Aber, hey, ist das was Neues? So, auch den haben wir besiegt. Dankeschön. Wunderbar. Und weiter im Programm. Ja, stehen bleiben ist super. Warum nicht einfach weitergehen, Chrono? Naja, egal. Ach komm, hier. Machen wir mal normale Angriffe. Damit es auch mal ein bisschen dauert, so ein Kampf. Ja. Das reicht natürlich schon für den ersten. Die Gegner dürften ja immer noch die gleiche Stärke haben wie damals, als wir hier waren. Warum sollten sie stärker sein? Ja. Heiler nochmal auf den. Das reicht für den. War es nur noch der eine hier. Das dürfte dann jetzt auch genügen nach dem nächsten Angriff von Chrono. Jawohl. Erfahrungspunkte nehmen wir wieder mit. Tech-Punkte nehmen wir mit. Gold nehmen wir mit. Dass wir nirgends so eintauschen können in dieser Welt. So, er steht hier. Nee, wir machen kein Rennen mehr gegen dich. Wo ging es denn entlang hier? Oder... Ja. Ich glaube, da unten auf diese Insel, da unten rechts müssen wir. Nur die Frage, wie kommen wir da hin? Kanalisation. Na, ich sag's doch. So. War das hier entlang? Naja. Wird sich schon finden. Gegner. Lassen wir links liegen. Ich meine, das wäre hier unten der Berg irgendwie gewesen. Müssen wir nach oben? Müssen wir nach unten? Wahrscheinlich nach oben, oder? Macht ja Sinn. Wir sind runtergeklettert, dann klettern wir jetzt mal hoch. Könnte es sein, dass wir jetzt auf der richtigen Insel sind? Ja, Gott sei Dank. Mein Gott. War doch nicht so verkehrt. War bestimmt doch ein Umweg. Vermute ich mal. Hüter verließ. Genau. Ah! Seltsame Kreatur. Das Programm des Weisens war eine eigene Energie. War seine eigene Energie. Eloge? Okay, alles klar. Bald werde auch ich für immer schlafen können. Aber zuerst muss ich etwas tun. Programmfehler. Meine Speicherbänke sind defekt. Okay. Armer Kerl. Ist das ein Roboter? Ah, da ist es doch. So. Das Amulett schimmert. Cool.
geklappt. Dann wollen wir mal da durch. Hä? Was ist denn das? Wer immer die Tür geöffnet hat, höre nun zu. Ich bin Balthasar, Guru der Vernunft. Ich lebte einst im Königreich des Alphas, von wo mich ein großes Unglück in dieser Ära warf. Zu meiner Überraschung ist Labos hier und ich vermute auch in anderen Epochen. Vor Äonen kam Labos vom Himmel herunter. Er grub sich tief in den Kern des Planeten ein und begann ihn zu verbrauchen und wurde stärker. Ja, okay. Kommt jetzt nicht so überraschend. Labos verschwand kurzzeitig, als er von einem mächtigen Zauberer, der um das Jahr 600 in Guardia lebte, verbannt wurde. Im Jahr 1999 wird er das Land verschlingen und vom Todesgipfel aus regieren. Labos wird sich vervielfältigen und wie ein großer Parasit unsere Welt verbrauchen. Okay. Ich war gezwungen, hier zu leben und setzte meine Forschung über Labos fort, aber ich werde alt. Und es ist unmöglich, in solch schweren Zeiten nicht verrückt zu werden. Aber bevor dies geschieht, werde ich meinen Daten sowie mein Lebenswerk schützen. Ich sehne mich danach, nach Hause zu gehen, aber ich bin gebrechlich geworden. Also werde ich euch, die ihr die Tür geöffnet habt, die Dinge anvertrauen. Nur durch die Beherrschung der Zeit könnt ihr Labos beikommen. Ach ja, die Zeit nur beherrschen, wenn sonst nichts ist. Die Chancen stehen nicht gut, aber ihr seid wahre Helden. Ihr müsst die Welt retten. Es hängt immer an uns. Öffnet nun die letzte Tür und nehmt, was ihr dort findet. Meine letzte Erfindung, die Flügel der Zeit. Yeah! Ist das die Zeitmaschine, die wir jetzt kriegen? Awesome! Yeah! Aber wie bedient man das Ding? Was das? Wow, unglaublich! Wo ist eigentlich vorne? Ist doch egal bei einer Zeitmaschine. Können wir da rein? Nee, natürlich nicht. Oh, vielleicht von unten? Vielleicht so? Ach komm, jetzt finde ich nicht mal den Eingang zu dem Ding. ist vielleicht kaputt. Ich weiß es nicht. Hallo, wo ist hier der Eingang? Hier? Ja, liebe Zuschauer. Wenn mir jemand sagen kann, wo hier der Eingang ist zur Zeitmaschine, dem wäre ich sehr verbunden. Vielleicht muss man hier irgendwo einen Knopf drücken, außerhalb? Kann doch nicht sein, oder? Vielleicht gehen wir einfach wieder? Oh oh. Dann du? Was macht er denn? Habe ich euch erschreckt? Ich bin's, Balthasar. Ich habe mein Gedächtnis in dieses Ding kopiert. Gut, nicht? Wie auch immer, ich sollte vielleicht etwas erklären. Und zwar das Zeitreisen. Ja, wäre nicht schlecht, so eine kleine Anleitung. Drücke den Y-Knopf für das Chronometer. Ich weiß nicht einmal, was der Y-Knopf ist auf einem PS2-Pad hier. Wähle dann mit den Knöpfen L und R eine Ära. Okay. Ach ja. Möchtet ihr, bevor ihr geht... Hallo? Meine Maschine nicht einen Namen geben? Epoch? Hört sich gut an. Was der Standardname ist, dann bleiben wir dabei. Und los geht's! Ja. Fragt sich nur... wie es losgeht. Anleitung zur Benutzung der Zeitmaschine. Ja, das kennen wir doch schon. Oh, vielleicht nochmal klicken. Halt. Nicht so schnell durchklicken. Das hat er uns schon gesagt. Y-Knopf hat uns auch schon gesagt. Zeit. Das hat er uns auch schon gesagt. A-Knopf könnt ihr ein- und aussteigen und die Zielzeit bestätigen. Mit dem A-Knopf könnt ihr ein- und aussteigen und die Zielzeit bestätigen. Okay. Ich vermute mal, das war nicht der richtige Knopf. Das war auch nicht der richtige Knopf. Okay. Ach so. Ja, ich wusste ja nicht, dass man sich dahinter begeben muss, hinter diesem komischen blauen Ding. Nom, nom. Abfliegen, aussteigen. Fliegen natürlich. So. Zukunft.
Apokalypse? Das ist ja super. Gegenwart? Monatliche Ära? Dunkle Ära. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo wir hin müssen. Apokalypse vielleicht? Gegenwart? Fliegen wir erstmal in die Gegenwart. Warum auch nicht? Okay. Großartig! Schnell! Epoch kann so etwas! Anscheinend, ja. Cool, jetzt sind wir in der Gegenwart. Und ob wir hier sehr richtig sind, das werden wir in der nächsten Episode sehen. Jetzt haben wir endlich eine Zeitmaschine. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, liebe Zuschauer, und sag bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye.